Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute spielen wir wieder The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Letztes Mal haben wir den zweiten Dungeon gemacht, haben uns Magie beschaffen und waren noch kurz in Kagrio. Jetzt müssen wir normalerweise zu den Soras, aber wir gehen jetzt erstmal zur London Farm, weil wir haben erstens Talons Vater schon aufgeweckt, weil wir schon bei Zelda waren. Wir müssen da ja hin, und jetzt können wir normalerweise bei... Was war sein Name eigentlich nochmal? Sein Name... Ihr Name war Marlon oder Talon? Naja. Der Mario-Typ halt. Bei ihm kann man jetzt ein Minispiel machen. Kriegt man, glaube ich, ein Herzteil. Oder... Nein, eine Flasche kriegt man, genau. Und... Bei Marlon bekommt man Eponas Lied. Wir jetzt erstmal das Lied. Das brauchen wir später, um Epona zu bekommen. Hallo Marlon! Hallo kleines Taxi! Ja, erstmal schlachten, ich will Lasagne! Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? What the fuck war das für eine Lache? Papi hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hattest. Und ich muss jemanden vorstellen für den Junge. Das Ferdi heißt Epona. Süß, nicht wahr? Packen wir unser Sechsspielzeug aus. Hallo? Hallo? Ja. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? So weird. Weil ich spiele auf dem Xbox-Controller und da ist XY und YX. muss man damit klarkommen. Du hast Eponas Lied gelernt. Ja. Und wie gefällt dir mein sexy Armbands? Ich habe keine Ahnung, wie das Link überhaupt um den Arm bekommen hat. Mann. Sogar wenn er es da irgendwie drüber bekommen hätte durch seine... What the fuck ist mit der los, Epona? Durch seine pixeligen Finger. Aber das hält... Das wird doch da nicht halten. Gibt doch null Sinn. Gehen wir zu dem fetten Mario. Weiß noch, dass hier irgendwo mal ein Huhn ist. Kann auch sein, dass man... Dass das erst hier ist, wenn man erwachsen ist. Hallo, du fauler Bastard. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn gehen machen soll. Bin ich schon wach? Es scheint so, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Der redet so, als wäre ich ein Penner. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich mal und beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nur mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen rauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Jo. Du hast 30 Sekunden. Jetzt los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. Oder auch Yahoo. Komm her. Du? Nope. Du? Du? Ich hasse das Hühnerspiel. Das ist so lack. Das erste Huhn kann man noch sehen, was hinfliegt. Aber das letzte ist einfach nur Spam, weil man keine Ahnung hat, wo das Drecksviech jetzt ist. Wahrscheinlich versteckt es irgendwo hier drin, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es das gerade. Jetzt bekommt der fette Bastard sogar noch Geld von mir. Ja, komm her. Du?
Du? Ja, okay, okay. Jetzt habe ich 25 Sekunden Zeit. Das dritte hat er irgendwie hier hingeworfen. Vielleicht das? Oder das? What? What? Das war das falsche Huhn. Jetzt bekommt er noch mehr Geld. Mann. 10 Rubine. Warum? Er hat doch gerade noch 5 gekostet. Was? Dann wird gleich nur das hier. Okay, okay. Komm doch her, hä? Alter, bin ich scheiße. Okay, okay. Du? Nee, du? Komm schon. Alter, das ist so eine Scheiße. Das größte Drecksminispiel. Bisschen geskippt, lol. Oh, hier, nimm diese Flasche Lunamilch an dich. Es gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Du hast eine Flasche Milch erhalten. Diese Milch ist sehr gesund, verwende sie mit den Tasten, um deine Energie aufzufüllen. Du erhältst 5 Herzen pro Schluck. Du kannst 2-mal davon trinken. Ja, ja. Jetzt gibt's Chicken McNuggets. Oder wollen wir das fette Schwein? Warum bin ich heute böse? Da. Haben wir das erledigt? Jetzt können wir eigentlich zu den Soras gehen. Ich meine, eigentlich, wir werden jetzt zu den Soras gehen. Weil ich das sage. Ja. Das kann ich auch immer probieren. Oder geht? Nein, das geht nicht. Ich kann die ISS Position, wie man sie in der Speedrun-Community nennt, nicht benutzen. Weil die Todzone von meinem Stick anscheinend ziemlich hoch ist. Keine Ahnung, ob man die hier einstellen kann. Auf jeden Fall geht es nicht. Müsste ich am 3D spielen. Tue ich aber nicht. Warum tauchst du? Da. Oh nee. Wir kommen alles aus dem Bumm. Die wollen mich doch verarschen, oder? Ich will nicht mit der Eule reden. Na. Direkt vor dir liegt Soras Reich. Die Soras, die in der königlichen Familie von Hyrule, bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich führt, öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Ja. Drivers Zeichen heißt Soras Lied. Nice. Ja, danach kommen immer die goldene Skulte, das ergattern. Das Huhn hier brauchen wir für 2 Herzteile. Beim einen bin ich mir sicher, das geht. Beim anderen weiß ich gerade nicht. Die Viecher sind so hässlich. Wer hat die designt? Was gerade für eine komische Battle-Musik. Komm her. Oh fuck.
Er wollte sich nicht festhalten. Okay, weg. Okay. Hallo, Huhn. Tschüss, Huhn. Er will nicht drüber. Gut, ist wenigstens mal das Huhn da drüben. Muss ich nicht mehr zurück, oder? Habe ich gerade ein zweites Huhn gehört? Oder habe ich ihn gerade? Habe ich gerade einen Hörsturz? Wahrscheinlich jetzt weiteres, aber... Will mich das Huhn verarschen? Oder war es gerade, weil die Tageszeit sich verändert hat? Keine Ahnung. Es ist weg. Hallo? Der will mich doch verarschen, oder? Springen! Nicht festhalten, nein. Danke. Endlich. Was? Wo ist das Huhn? Das hab ich ausgelacht, das Drecksvieh. Es gibt hier zwei Hühner. Warum? Der Sprung war knapp. Warum läuft eigentlich die ganze Zeit die scheiß Battle-Musik? Das ist keine Battle-Musik, bin ich dumm. Na du, geh am Lauf. Habt ihr gesehen, wie perfekt ich den dem Stein ausgewichen bin? Real Estate. Dieser G-Code ist nur für die echten Pros zugänglich. Jetzt gehen wir nicht zu dem Vorsprung, sondern weiter. Braucht das Huhn nämlich nochmal. Für ein Herz, dass man normalerweise nur mit dem Boomerang bekommt. Aber ich mir sicher bin, dass man da auch mit dem Huhn bekommen kann. Oh Gott, das wäre gerade ein großer Fehler gewesen. Ein großer, großer Fehler. Komm her. Jetzt einfach hier rüber werfen. Wieder picken. Merken, dass die Zeit hier im Game viel zu schnell vergeht. Und hoffen, dass das mit dem Herz ja funktioniert. Die haben mir sogar Hall eingebaut. Okay, das bekommen wir wirklich mit dem Huhn. Nice, okay, zwei Herzteile. Habe ich davor ein Herz bekommen? Weiß ich gerade gar nicht. Nein. Wird schon so passen. Du Idiot. Ich höre eine Skulltula. Aber die ist wirklich nur mit... Alter. Ich habe gedacht, die hängt irgendwie woanders an der Wand. Hab gedacht, die hängt da drüben irgendwie. Nein. Ich habe noch nie wirklich die goldenen Skulltulas gesammelt, weil die einfach richtig asozial zu fahren sind. Bekommen. Ich weiß die von Muscle Memory her die Lieder normalerweise, aber das ist hier sehr umgestellt im Controller. Da muss ich immer überlegen. Was ist jetzt wo? What the fuck? Da sind wir noch nicht wie ein fucking Lied. Den Wasserfall verschwinden lassen können, aber... Link weiß schon, was er macht. Ah, die schöne Musik. So rasreich! So rasreich, Land des Oras. Jo. Brauchen wir gleich mal eine... Scheiße. Okay. Ich muss doch keine Flasche verhauen. Aber. Dann nur spammen. Also, theoretisch. Für die ganzen krassen Boys. Stellen sich hier hin. Gehen First Person. Schauen ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. War das so? Nee.
So, glaube ich. Hier sind wir dann links. Kriegst du gerade nicht hin. Gibt's halt normalerweise in einem optimalen Winkel, wie man da hinschauen muss. Aber den weiß ich gerade nicht mehr. Vielleicht. Er will gerade irgendwie nicht. Nee. Mal kann man da durch die Wand klippen. Ja, dann. Ich wollte es eh nochmal machen. Ich wollte aber nur zeigen, dass das funktionieren würde. Hallo, großer Mann. Unser Tauschspiel kostet 20 Rubine. Taucht ihr mit? Also gut. Sammelt alle Steine, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle angesammelt, kommt hier zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Mein Schwanz in ihr Maul. Was? Start! Mal kann man schon, wenn er, keine Ahnung, Physik, er springt von oben runter, dann taucht er instant unter, dann mal hole ich mir da immer schon ein. Jetzt bin ich gerade irgendwie scheiße. Welche Belohnung man hier jetzt bekommt, werdet ihr gleich sehen. Aber dann bekommt man da relativ viele Rubine, glaube ich. Weil man kriegt ja welche durch das Minispiel selbst. Und dann noch was von dem Typen da oben, also. Ich glaube, Geldform ist hier, wenn man gerade nicht unbedingt noch Hyrule Stadt gehen will. Oh, mittelmäßig. Aber die Schuppe, die der mir jetzt geben wird, brauche ich. Sonst komme ich nicht weiter. Das war nicht geplant. Hallo. Wie elegant die Tauchzeit. Hier nimmt dies als Belohnung. Dies ist eine silberne Schuppe des Oras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Yay. Jetzt müssen wir. Warum bin ich nicht einfach davor da unten runtergesprungen? Hätte ich mir viel Zeit gespart. Jetzt müssen. Warum habe ich keinen Fallschirm bekommen? Hier runter. Dann kommen wir zum Hühlersee. Da vorne ist ein komischer Eingang. Könnte vielleicht ein Dungeon sein? Weiß ich noch nicht. Eine Flasche füllt etwas hinein und verwendet sie mit Hilfe von den Tasten. Oh, da ist bereits was drin. Warte, ich muss nachschauen. Bestimmt Nacktbild. Hier ein Brief, der in einer Flasche auf dem... Ein Brief, oh wow. Dann wird es aber kein Bild sein, Menno. Dann wäre bestimmt so ein Nacktbild von Shigeru Miyamoto drin gewesen. Ich habe drauf gehofft. Aber. Schon echt lächerlich, wenn man drüber nachdenkt. Junge! Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Mag sie sein, ich mache mir solche Sorgen. Schau mal, was sie mir auf WhatsApp geschickt hat. Dieser Brief ist von Prinzessin Ruto. Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Jabu Jabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Jabu Jabu ist unser Schutzheiliger. Würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Gandorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Jabu Jabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir.
Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto so schnell ihr könnt. Alter, die fette Sau. So, aber wie es hier weitergeht und ob wir Prinzessin Ruto aus dem Bauch von Lord Chobo Chobo retten können, erfahrt ihr erst im nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ciao!